Hallo Leute, herzlich willkommen zu Illuminati Games, euer Hydro ist hier. Ja, wie schon versprochen, heute ist Wochenende und wir spielen eine Runde 4-2. Mein neues Projekt, welches ich natürlich dann auch nur Samstag und Sonntag hochladen werde. Ich probiere mal so, ja, drei, vier Parts, je nachdem. Heute ist es leider schon, ja, nicht wirklich spät, aber ich probiere eigentlich schon seit 3 Stunden aufzunehmen. Hab allerdings immer noch, ich hab's nicht gefixt bekommen, ein kleines Soundproblem. Und zwar, wenn ich auf Gegner treffe und diese auf mich schießen, hört man sie eigentlich nicht. Ja, also die Schüsse von ihnen hört man gar nicht, genauso wie wenn ich Granaten werfe oder irgendwas zerschieße. Man hört es nicht. Alle anderen Sounds funktionieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 3 Stunden dran. Ich finde nichts. Ja. Nichts, was funktioniert. Vielleicht wisst ihr noch was. Könnt ihr dann gerne posten, PN schreiben oder sonst irgendwas. Wir fangen jetzt jedenfalls mal an. Ich quatsche schon wieder eine Minute. Machen natürlich einen Einzelspieler. Wir spielen nicht die Kampagne Phoenix, weil das weiß ich auch nicht, was das ist. Wir spielen 4-2 auf dem Schwierigkeitsgrad. Normal. Ja, ich hatte ja eben schon mal aufgenommen. Und wie gesagt, die Sounds haben mich genervt. Ich habe es versucht zu fixen. Es hat nicht geklappt. Da fangen wir jetzt nochmal von vorne an. So, Sie wurden von einem Posten abgezogen, um an einer Spezialmission im Gewerbebezirk Auburn teilzunehmen. Ihre neuen Befehle lauten, in dem privaten Wohnbereich von Genevieve Aristide von der Armican Technology Corporation vorzudringen und sie in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Sie wird Ihnen eine Anweisung geben, wohin sie zu bringen ist. So, hier passiert ja jetzt gerade nichts Wichtiges. Es fuckt mich wirklich derbst ab, dass es mit den Sounds da nicht so ganz hinhaut. Ich probiere das natürlich weiterhin zu fixen. Aber ich muss ja heute trotzdem aufnehmen. Ich habe es euch ja versprochen. Und ich werde das hinbekommen. Ich spiele das Ganze mit einem Uncut-Patch. Daran liegt der Fehler allerdings nicht. Ich habe es nämlich das Spiel eben auch nochmal neu installiert. Da habe ich weiterhin die Soundprobleme. Aber gut. Ja, das Spiel ist blind. Ich habe jetzt nur die erste Viertelstunde knapp gespielt. Ich weiß allerdings, dass das hier Alma ist. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Von daher kann ich da nicht viel zur Geschichte sagen. Komische Geräusche. Das Ganze hier sieht sehr apokalyptisch aus. Aber gut, wir sollen jetzt hier in dieses leuchtende Becken springen, oder was? Ich will da aber nicht rein. Können wir hier nirgends woanders lang? Es sieht nicht so aus. Also Leute, Augen zu und durch. Hep. Moin Wollen Sie Mädels. denn von dieser Aristide-Tussi? Keine Ahnung. Ich stelle keine Fragen mehr. Egal. Sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristide, Präsidentin der Armican Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehren. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armican-Einrichtung zu tun. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehren und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. CENTCOM glaubt, der Aufsichtsrat von Armacom möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, alles auszuschalten. Fox, wie geht's los? Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny sind zurück vor dem Gebäude an. Wir treffen uns in der Lobby. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag euch so nicht. Also, los jetzt.
Macht's gut, Leute. Bis später. Dreck, Mann. Was ist an der so wichtig? Soll das doch die Bullenwaffe. Sei froh, dass wir nicht in die Armer-Camp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Danke fürs Herfahren. So, ich sag auch noch dazu, und das Ganze wird kein Rush werden. Wir werden uns hier auch wieder ein wenig umgucken. Okay. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Einen schönen Brunnen. Brad, Beckett, wie sieht's aus? Alles ruhig, Tom. Wasser sieht geil aus. Okay, gehen wir hinein. Hier ist die neue Herbstmode für den modebewussten Mann. Ja, Ambrose, kann ich nur empfehlen. Ist natürlich vertreten New York, London und Mailand. Probierst du endlich die Türen? Ja, ich wollte mal gucken, was auf dem Mülleimer steht. Ich hätte zwar denken können, dass Mülleimer draufsteht, aber Gott. Ja, der Haupteingang ist blockiert. Mann, das nenne ich mal edel. Gut, da hinten ist nix. Das weiß ich. Da war ich nämlich vorhin schon mal. Da brauche ich euch nichts zeigen. Tom, jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten in den Kopf. In der Lobby gab's auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich, dem Blut nachzuurteilen. Beeilt euch, Leute! Lass den Alten besser nicht warten. So, jemand einen Kaffee? Ich hätte gerne einen super starken Latte Macchiato mit weißer Schokolade. Hier, nimm dies. Die Kasse plündern? Nein, schade. So, dann gehen wir mal weiter. Achtung, Jankowski, hier ist rutschig und so, gell? Nicht, dass du jetzt hier irgendwie hinfällst und ich muss dich tragen. Gut, dann gehen wir weiter. Da ist er ja schon. Schnelles Bürschchen. So, was haben wir denn hier alles? Top Parts. Tastaturen. Ein jetzt defekten Drucker. Was ist das? Eine Toilette. Nö, ne? Gerne weg. In der Toilette ist noch Wasser drin, das ist ja geil. Okay. Und was putzen die denn hier? Alma Guna Clean Cleaner Original Formula. Streak free. Streifenfrei das Ganze. So. Hast lang gebraucht. Beckett wollte noch ein wenig im Brunnen duschen. Es gibt Ärger. Da gebe ich ihm recht. Ich will meine Mama anrufen. Ich habe gehört, das Spiel soll gruselig sein. Gelben Seiten, alles ist da. Hinterzimmer klar. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse, aber offenbar ist er blockiert. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es! Da ist einer fast verblutet. Hol einen Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arterie subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt! Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Viel Spaß damit. Das ist ein ganz schöner Flanner. Na los, Beckett, beweg dich. Ja, ich bin doch schon da. Nicht schon. Keegan, was ist los? Ich stütze ihn. Los, Beckett, weiter. Oh mein Gott. Ich sagte weiter. Ja, ist doch gut. Ja, wie gesagt, alle Sounds sind da, bis auf Schüsse von Gegnern und auch die eigenen Granatenexplosionen hört man leider fast gar nicht. Bist du okay, Keegan? Ich glaub, sie haben was ich sehr schade finde, aber gut. Mann, lass es gut sein. Schöner Blick, was? Ja, stimmt. Wir genießen ein wenig den Ausblick. Pass auf, ich zähle auf dich.
Und achtet schon auf eure große Ziele, Stadt. Leute. Niemand erschießt Aristide. Kontakt! Oder der Bonus ist bereit machen! Abknallen! Verstärkung! Seid jetzt schnell! Sofort hier mit euch! Alle mal erwischt! Wir erwischt! Und ich mag sowas nicht! Wo bleibt dieser Schlapper? Ich will nein, ich komme nicht hinterher. Wo kommt denn der Sound her überhaupt? Hört sich ganz komisch an alles. Auf den Balkon! Colonel, da kommt die Idee. Egal, und wenn es Godzilla wäre, tötet die Schweine! Hinter der Wand! Sieht gut aus. Jo. Was haben wir hier? Eine Dr. Pepper-Fälschung. Hey, Beckett, hier drüben. Ja, jetzt warte doch mal. Wo geht's denn hier hin? Der Altitude Bar. Ich will in die Bar. Gesperrt. Na toll. Du wolltest nur mal einen trinken? Aber hier wird einem alles verweigert. So, natürlich alles an Munition mitnehmen. Ich glaube, da fehlen mir auch Sounds. Da gibt's doch bestimmt auch irgendwas, wenn man sowas aufhebt. Und weiter geht's. Rams, wo steckst du? Hinweis aufnehmen. Bin jetzt bei der Kammer. Schlechte Nachrichten. Ich glaube, Harlan plant, einmal freizulassen. Ich setze Plan B um, wie sie es angeordnet hatten. Bereiten sie sich auf den großen Knall vor. Okay. Was haben wir denn hier? Von ganzem Herzen leid. Die haben wir unten schon gesehen. Ein Kistenmagazin. Sind wir über Minecraft oder was? Ja, die Putze oder den Hausmeister hat leider erwischt. Beim Putzen, armes Schwein. Ich kann noch ein wenig die Kunst genießen, aber wir gehen jetzt mal ein wenig weiter. Sprint. Jo. Ich sprinte mal. Ja, hier sieht man es jetzt, man hört die Schüsse nicht. Schild aufgesammelt, Munition aufgesammelt. Der Aristide Collection. Valkyrie Tower. Dann machen wir die Aristide Collection mal zunichte. So. Hier ist Schöner Jeff Aristide. Hören Sie mich. Beeilen Sie sich. Das Haus wird angegriffen. Ich beeile mich, ja. Das ist der perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Drecksarbeit macht. Finden Sie mich, bin ich tot. Ja, ich lese dir nicht vor, ihr könnt ja pausieren, ich scroll das dann so ein bisschen runter und könnt euch das durchlesen. Was geht nicht weiter runter? Ja, hier sieht man es mal wieder, moderne Kunst. Aber das Licht blendet ein bisschen. Sieht aus wie eine Schaukel. Und irgendwelche Störungen haben wir die ganze Zeit hier. So, bis hierhin habe ich eben gespielt. Ich muss jetzt erraten, wo die Gegner sind, da ich sie ja nicht höre. Oh, da ist ja noch einer. Ich will mal die Pistole benutzen. Panzerung, Pistolmunition, noch mehr Munition. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Ach, die Zettel kann man nicht lesen.
uns hier noch ein wenig umgucken. Munition, überall ist Munition. Das sind alles dieselben Teller. Wer geht denn bitte schön auf eine Ausstellung, wo überall dieselben Teller sind? Ah, das ist ja cool. Hier könnte man sich sogar noch Informationen über die Bilder holen. Nur nicht über die Teller. Auch hier, das könnt ihr euch durchlesen, falls euch die Geschichte zu diesem Bild interessiert. Abstrakt. Da gebe ich dir recht. Dieses Bild ist abstrakt. Oh, meine Munition ist schon voll, okay. Oh, und der Part ist vorbei. Wir gehen noch zum nächsten Speicherpunkt. Top, ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Wurde auch Zeit. Versuch Stokes und Beckett zu erreichen. So, der Speicherpunkt war hier. Ich komm rauf. Von daher verabschiede ich mich vom ersten Part und wir sehen uns dann gleich im zweiten wieder. Macht's gut.